kleine Einkaufstour. Jetzt fahren wir mal ins Zylindertal. Mal zu Feuerwerk Fröhlich. Und ja, werden wir jetzt gleich mal sehen, mit Container. So, da la. Jetzt sind wir da. Dann schauen wir uns mal an, was da geht. Auf mit der Liste. Jetzt haben wir da gleich eine Handy-Kollision, oder? Einfach gegenseitig. Ja, so, oder? So. Ja. Nicht so gut alles da. So, und jetzt sind wir noch beim Hauptjob. Schauen wir uns mal an. Aber ich hab's mal gehalten, weil es mir gefallen hat. Also, ja, das ist eh der davon gesehen, Schluck ist, ja. Da schau, da war eine für dich, die Wunschrakete. Was? Die Wunschrakete. Welcher war das? Ja, der, was drin steht. Das ist ja das, war schon über ein Ding da kannst, ne? Da ist ja ein Papierl, wo du was aufschreiben kannst. Da rein da. Gehen wir jetzt den Weg. Oder geht's? Was ist das? Das hinten sind so, du kaufst zu Geburtstag vom Rick her. Was da? Wo du einen Rahmen machst und dann schießt du aus die Bombetten, ne? Wo? Hinten die zwei weißen. Achso, nein, das ist. Ah, du machst das wie die Konfetti-Shooter und das, oder? Mhm. Okay. Nein, das, was du beim Geburtstag, du machst das, was geknallt hat, oder? Genau, ja. Nein, das war so ein T1-Rohr. Das hat Vogelschreckpatronen ausgeworfen, 4 Stück. Und so hast hinten. Mozette. So, die erste kleine Ausbeute, oder? Bei mir alles Piraterler. Das Pico-Pirater. 10er Turm da halt im B1. Und naja, da ist der Bürocracker, der da von denen zurück. Und Knallerbsen und Knallteufel und ein Batzen voll Blei. Zum Gießen. Ja, Silber ist das. Ja, Silber ist das, also. So wie viel? Eben, Silber gießen. Also, und der steht immer noch nicht rein, den haben wir aber nicht gekauft. Das ist schon wieder was Holz. Ja, so, dann tun wir weiter. Dann geht's mal nach Innsbruck. So, und jetzt sind wir da. Vom nächsten. Schauen wir mal, was der wieder auf Lager hat. Hm, ja. Fangen wir so, hm. Was hat er denn da alles schon wieder? Ein Schnepperle, ne? Da ist auch ein kubischer Kanonenschläger, das man weg hat, oder? Schau, vielleicht 15 Euro. Leih. Nein, 10 Euro. Leih. Das sind die Quanderkosten 18,90. Ja. Da muss man eh oft schauen bei den Schinken, ob da nicht oft alte dabei sind, ne? Also das gut dabei am leicht passieren, ne? Ja, 20 Euro für die. Ich glaube, wenn man doch außen drüber kriegt, gibt es eine Sonnenbrille dazu. Eine Sonnenbrille? Geil. Geiler Scheiß. 44 Euro für das Familie. Das ist geil eigentlich. Ja, dann schauen wir mal rein. So, jetzt haben wir ein paar Bürocraft. Ha? Bei Craft, klar. Aber ich sag auch, heute ist schon wieder bei Ding, ne? Schon wieder ein bisschen zu laut. So, mal jetzt schon lang. So, dann schauen wir mal rein, oder? Aber so schaut es halt oft aus. Da unten, da schon. Da unten.
So, Dala, nein, Endspurt, letzte Station, Führerpunkt Tirol. Was grinst du? Was will ich haben? Ja, Bier geht immer, oder? Ich bin eh leider Fahrer. Ich bin leider Beifahrer. Ja, weißt du, da kann ja nicht so viel passieren, ne? Hast du nicht gesehen, dass er ein bisschen runter? Nein, ich bin betrunken. Der Beifahrer war nicht betrunken. Volle Zeit. Der darf schon betrunken sein. Warum soll der nicht betrunken sein? Am besten war bei Sicherheitsdienst, wo der alle 180 gefahren ist. Ja. So, na was das gewesen mit der Tour. Also, bis zum nächsten Mal und Servus.